Verehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, die hemmungslose Euro-Rettungspolitik, der haben wir es zu verdanken, dass wir uns 2013 zusammengefunden haben. Wir alle dachten, schlimmer geht's nicht. Das war ein Irrtum, schlimmer geht's immer und erst recht hier in Nordrhein-Westfalen. Daher braucht unser Land die Alternative für Deutschland. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe keine Kinder bekommen, habe aber trotzdem das Glück, einen Enkel und sogar auch schon einen Urenkel zu haben. Mit Abitur, einem betriebswirtschaftlichen Abschluss und einer kaufmännischen Ausbildung, vielen Jahren Berufserfahrung mit und ohne Personalverantwortung sowie zuletzt einigen Jahren intensiver Familienarbeit bringe ich die formalen Voraussetzungen für eine Kandidatur sicherlich mit. Ich bin nicht der Typ Marktschreier, sondern ich stehe für Fakten. Diese Fakten will ich ergänzen um Lösungen. Lösungen und nochmals Lösungen. Und ich will damit ein zäher Verhandlungspartner sein, dessen überzeugende Argumente und Sachlichkeit auch aus einer Opposition heraus im Landtag Wirkung zeigen können. In unserem nordrhein-westfälischen Wahlprogramm stammen insbesondere landesfachpolitische relevante Teile des Bereichs Asyl und Zuwanderung aus meiner Feder. Hier habe ich mich auf die Punkte Integration und Rückführung konzentriert. In diesem Bereich will ich auch in den Landtag, aber auch in Landesfachausschüssen, in den Landtagsausschüssen Inneres und Integration wirken und mein Wissen und meine Arbeitskraft einbringen. Was läuft falsch in NRW? Wir haben es schon gehört. Die Bildung, die Infrastruktur und auch die Wirtschaftsförderung gehören ganz oben auf die Agenda. Aber wofür ist NRW noch zuständig, meine Damen und Herren? Für die Rückführung. Für die Rückführung nicht anerkannter Flüchtlinge. Denn selbst wenn man Dublin III und andere Regeln vollkommen außer Acht ließe, müssten von den über 300.000 Menschen, die seit Anfang 2015 zu uns gekommen sind, nach Nordrhein-Westfalen, rund zwei Drittel, also mindestens 200.000 illegale Einwanderer unser Land wieder verlassen. Tatsächlich haben im vergangenen Jahr, also in 2015, aber nicht einmal 16.000 Migranten ihren Aufenthalt bei uns beendet. Davon nur 4.400 durch Abschiebung, der Rest Gott sei Dank freiwillig. Während sich bundesweit im Vergleich zu 2014 diese Zahl verdoppelt hat, in Bayern vervierfacht hat, hat sich die Zahl in NRW nur um 50% erhöht und das auf einem ohnehin äußerst niedrigen Niveau. NRW überträgt diese dringende Aufgabe nahezu vollständig an die Kommunen, obwohl eine eigene Kommission des Innenministeriums schon 2014 ausführlich dargelegt hat, dass gerade die Kommunen, die Städte in jedem Einzelfall einem extremen Druck ausgesetzt sind, einem Druck von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und politischen Vereinigungen oder Parteien. Rund 80% der Ausreisepflichtigen werden so in den Kommunen wiederholt Duldungen ausgestellt. Und hier wird in NRW täglich Asylrecht gebrochen. Ein Teil des Asylrechts ist selbstverständlich auch die Ausweisung und die Ausreise nicht berechtigter. Dieses Land muss seine Pflicht wieder selbst in die Hand nehmen. Die neu gegründete zentrale Koordinierungsstelle in Bielefeld muss neben der Koordinierung verschiedener Freiwilligenprogramme selbstverständlich auch die Koordinierung und Durchführung der Ausweisung übernehmen. Es kann nicht sein, dass ein negativer Beschluss des BAMF zu einer ewigen Zeit der Duldung führt, meine Damen und Herren. NRW geht immer wieder so neue Wege. Selbst kleinste Verschärfungen werden im Land und in den Kommunen einfach boykottiert. Damit muss Schluss sein. NRW ist ein Bundesland, das über Jahrzehnte bewiesen hat, dass es Menschen, die zu uns kommen, durchaus integrieren kann. NRW ist aber auch ein Bundesland, das mit zum Beispiel vielen schlecht integrierten Türken, selbst in der dritten Generation, zeigt, wie es nicht geht. Ein positives Beispiel hingegen ist die Zuwanderung.
Zuwanderung der Polen. In Deutschland leben rund 2 Millionen Aussiedler aus Polen, ein großer Teil davon in Nordrhein-Westfalen. Studien belegen, sie integrieren sich in der Regel hervorragend. Sie integrieren sich so gut, dass sie gar nicht mehr auffallen. Das nennt man Assimilation, ein ganz böses Wort. Aber genau das ist unsere Forderung, meine Damen und Herren. Assimilation von Zuwanderung. Solche Zuwanderer, die entweder sehr viele Gemeinsamkeiten schon mitbringen oder die gerade unser Land, unsere freiheitliche Gesellschaft, unsere Grundordnung und unsere Kultur schätzen, können durchaus positiv für unser Land sein. Ihnen sollten auch unsere Integrationsbemühungen gelten. Wer kommt, um unsere Sozialkassen zu nutzen und gleichzeitig unsere Gesellschaft nach seinen Vorstellungen zu ändern, der ist jetzt im historischen Vergleich eher ein Eroberer. Aber wir dürfen uns allein nicht erobern lassen, meine Damen und Herren. Schon gar nicht. Schon ist klar. Menschen, die per se nur ein temporäres Aufenthaltsrecht bei uns haben, benötigen Aufenthaltshilfe. Die ganze Diskussion um eine notwendige Integration von Flüchtlingen ist pure Augenwischerei der Altparteien und versenkt unsere Steuergelder täglich in eine immer größer werdende Asylindustrie. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz unabhängig davon, ob Sie mich heute wählen, stehe ich der AfD NRW mit meiner ganzen Kraft zur Verfügung. Im Landesfachausschuss, im Bundesfachausschuss, aber auch als gerade berufene, stellvertretende fachpolitische Sprecherin. Ihren Kreisverbänden stehe ich in den kommenden Monaten für Vorträge, Diskussionen und Schulungen Ihrer Wahlkämpfer in meinem Kernthema gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Geduld. Insel, Kreisverband Unnachen. Frau Demolski, Frau Walger Demolski, ich bin seit einem knappen Jahr in der Partei und erlebe eine tiefe Spaltung dieses Parteitages, der auch schon verschiedentlich jetzt angesprochen wurde und auch angeklungen. Versetzen Sie sich bitte in die Position unseres Parteivorsitzenden. 10 Sekunden noch. Unseres Parteivorsitzenden, welche Worte würden Sie an die Delegierten des Parteitages richten, um diese Spaltung zu überwinden? Ich würde unserem Parteivorsitzenden empfehlen, diese Partei ähnlich zu führen wie ich unseren Kreisverband. Denn in unserem Kreisverband gibt es keine Spaltung. Da hat jede Meinung und jede Position ihr Recht. Sie haben zum einen vergessen zu erwähnen, dass Sie keinen Studienabschluss haben. Nein, habe ich nicht. Das steht, und das habe ich schon abgegeben, da steht, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Abschluss VBH. Dass Sie seit 4 Jahren eine 100%ige Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, die Ihnen verbietet. Freunde, das wird wichtig. Das wird wichtig. Dass Sie länger als 3 Stunden am Tag arbeiten dürfen. Und darüber hinaus. Nein, 30 Sekunden sind rum. Nein. Es war zu Ende. Also ich antworte Ihnen trotzdem gern darauf. Im Bewerberportal gebe ich korrekt an, dass ich einen betriebswirtschaftlichen Abschluss habe von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Die Unterlagen habe ich bei dem Herrn. Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen. Bei Herrn Habichtswert abgegeben. Die können Sie jederzeit einsehen. Das zweite, ja, ich habe gesagt, und das habe ich ja auch hier gesagt, ich habe eine Erwerbsminderungsrente, die aber zeitlich befristet ist, also nicht dauerhaft, jetzt ausfällt. Ich müsste also eigentlich in Kürze wieder meine Arbeit in meinem Betrieb, in dem ich noch angestellt bin, man wird nämlich freigestellt, wieder aufnehmen. Das werde ich aber nicht tun, weil ich es nicht brauche. Einmal die linke Seite. Ja, mein Name ist Heiner Glaube, Kreisverband Dortmund. Frau
Walker, Sie haben in einem sehr schwierigen Umfeld, in einem sehr feindlichen Umfeld in Bochum einen sehr starken, einen sehr schlagkräftigen und erfolgreichen Kreisverband maßgeblich aufgebaut. Mich würde interessieren, wie Sie diese Kontinuität auf Kreisverbandsebene weiter gewährleisten möchten oder wollen, wenn Sie demnächst in Düsseldorf sind. Punktlandung. Also wir machen am 23.09. Kreiswahl und ich werde zumindest für das Amt des Sprechers aufgrund der Zeit, die man da braucht, nicht zur Verfügung stehen, aber unabhängig davon, ob sie mich wählen. Denn ich habe ja gerade versprochen, dass ich den Kreisverbänden gern zur Verfügung stehe in diesem Kernthema Rückführung und Integration. Die Markierung. Ja, Uwe Kammann, das war ich stehe eigentlich jetzt hier, wollte eine andere Frage stellen, aber in Ihrer Rede haben Sie von Eroberung gesprochen. Eroberer. Und Eroberer haben ja immer so einen kriegerischen Effekt oder so einen Touch. Warum haben Sie gerade diesen Begriff eigentlich gewählt? Ja, Eroberung ist ein hartes Wort. Ich habe es mir auch lange überlegt, weil Eroberung in der Regel mit einer kriegerischen Handlung in Verbindung gebracht wird. Deutschland wird sicherlich nicht in einer typischen kriegerischen Handlung erobert, aber Deutschland wird erobert und insbesondere sicherlich vom Islam. Sie wissen, die Moscheen stellen ja gerne Minarette auf. Und diese Minarette und diese Moscheen sind ein Herrschaftsanspruch. Und das ist auch eine Form der Eroberung. Einmal die letzte Frage, die fünfte Frage von dem hier aus der linken Seite. Mein Name ist Volker Schade. Ich glaube, Sie müssen etwas dichter rangehen. Ich weiß nicht, wie es Frau Walter geht, aber ich habe Sie nicht verstanden. Nochmal, mein Name ist Volker Schade. Ich komme vom Kreisverband Bernkischer Kreis. Frau Nemolski, ich habe folgende Frage. Die Grundsätze zur Asylpolitik in unseren Parteiprogrammen beim Bund und beim Land haben zum Teil unterschiedliche Ansätze. Für welchen Ansatz stehen Sie? Ich stehe definitiv für den Ansatz des Landeswahlprogramms, das Asylrecht zu erhalten. Denn wenn man das Asylrecht korrekt anwendet, hätten wir nur 3% derer hier, die jetzt gekommen sind. Ich bin froh, dass der Bundesfachausschuss jetzt nicht mehr besetzt ist wie das Europäische Parlament, sondern paritätisch besetzt ist, sodass wir mit viel mehr Stimmen dafür sorgen können, auch im Bund vernünftige Ansätze in diesem Bereich zu fahren. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, das war die Frage. Frau Walker-Demolski, vielen Dank. 135 Stimmen und auf Frau Walker-Demolski 203. Frau Walker-Demolski ist gewählt, wir können weiter. Aber heute nehme ich die Wahl an.